Hallo meine Lieben, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ganz egal, wann du über diese Legung stolperst oder vielleicht auch schon drauf wartest. Das sind so deine nächsten 24 Stunden. Es ist eine kleine Energietendenz, über die du vielleicht eine Botschaft erhältst oder dich reflektieren kannst, die dich zum Nachdenken bringt, die etwas in deinem Leben anspricht, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Das kann auch was völlig anderes sein, als du erwartest. Und ich freue mich, dass wir in den nächsten Tag in die nächste Runde gehen. Es macht mir ganz viel Freude mit euch. Schön, dass es euch gibt. Ja, wir fangen wieder an mit den Engeln und Ahnen. Und wollen erstmal wissen, worum geht es denn genau jetzt, in diesem Moment, so für dich. Auf welcher Welle surfst du denn? Ja, ungefähr so kann man es ja sagen. Auf welcher Welle surfst du denn? Sind wir mal gespannt. Oh, die Welle geht tief. Oh, den Lord. Übernimm Autorität und Führung. Ha! In deiner Situation geht es also darum, das Ruder in die Hand zu nehmen. Ne? Das sind wir wieder bei dem, bei dem Kapitän auf seinem Schiff. Ne? Also, es geht um dein Standing. Es geht um deine Autorität. Hat auch was mit Selbstwert zu tun, weil autoritär kannst du nur dann sein, wenn du weißt, wo du stehst. Nur dann kannst du Autorität ausstrahlen. Autorität ist eine Löwenenergie. Und ein Löwe, der ist ganz einfach strahlend und autoritär. Heißt das überhaupt so? Ich nenne es mal so. Wahrscheinlich denkt ihr schon, oh Gott, was hat es denn jetzt schon wieder für ein Wort? Also ein Löwe ist es ganz einfach. Und er braucht es auch niemandem zu sagen. Ne? Sprich, du brauchst nicht raushängen zu lassen, wie autoritär du bist. Ne? Sondern du bist es einfach und das Umfeld merkt es, weil du es ausstrahlst. Ne? Ein Löwe betont das ja nicht. Wie heißt es immer so schön? Ein Löwe muss keinem erzählen, dass er ein Löwe ist. Das sieht man, spürt man, das ist völlig glosglockenklar. Also heute geht es darum, dass du auch die Führung übernehmen sollst. Ja? Also du bist so die Kraft heute, die im Endeffekt richtungsweisend ist, die sagt, wo es lang geht. Das kann auch was mit dir selbst zu tun haben. Ne? Dass du für dich ganz einfach sagst, ich weiß jetzt, wo ich hin will und wo es lang geht, weil ich es einfach weiß und weil ich eben die Führung über mich selbst übernehme. Ja? Wie oft ist es so, dass man übernommen wird? Ja, man nennt es dann Manipulation. Damit ist heute Schluss. So, jetzt sind wir mal gespannt, was uns die Raben sagen. Ach so, Engel und Ahnen bei Kyle Gray. Rabentarot bei MJ Cullinane. Ich habe hier die englische Version, da heißt es im Übrigen Crow Tarot. Ne? So, das würden wir mal gern genauer wissen. Jesus, nee, ich sag's euch. Ist alles hier. Und wisst ihr was? Es liegt alles an der Grenze. Drei Karten, die fast einen Tisch runterfallen. Am Rande des Wahnsinns liegt die ganz große Liebe, die 10 der Kelche. Als zweites ist die gefallen. Was ist es überhaupt? Die 9 der Kelche, Jesus. Also heute wird aber dick aufgetragen. Und das Gericht. So, übernimm die Führung, Lord. Ne? Und sei total autoritär. Und es geht um die ganz große Liebe. Das kann auch deine Selbstliebe sein. Das muss ich jetzt wirklich dazu sagen. Oder je nachdem, auf welche Situation du schaust, in welchem Bereich du ganz große Liebe empfindest. Das kann natürlich ein anderer Mensch sein. Es kann aber auch ein Herzensprojekt sein, eine Herzensangelegenheit. Wenn du heute die Führung übernimmst und dadurch eben auch ausstrahlst, Ausstrahlung hast, leuchtest, dann ist heute absolute Fülle möglich. In einer Situation, in der du vielleicht Mangel gesehen hast, weil die Karte sagt ja, übernimm die Führung. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass du bisher die Führung nicht übernommen hast. Ne? Weil sonst müsst man es dir ja nicht sagen. So einfach ist das. Und heute kannst du absolut in die Fülle gehen.
Mir kommt auch rein, du kannst deinen Frieden mit etwas finden und du kannst die Fülle in etwas erkennen, wo du sie vielleicht die ganze Zeit nicht erkennen konntest. Mit der 9 der Kelche geht es auch um Wunscherfüllung. Ein Wunsch erfüllt sich dann, wenn du weißt, was du dir wirklich wünschst. Ne? Lord, übernimm mit Autorität die Führung. Was wünschst du dir wirklich? Es geht auch um das volle Gefühl. Mehr ist nicht möglich. Die 9 ist die Vollendung und die 9 ist eine Heilungszahl. Das heißt, heute können auch Gefühle in die Heilung gebracht werden. Die Gefühle sind ausgeschöpft, kommt mir gerade rein. Jeder Kelch ist voll. Du hast hier geschöpft und alle Kelche gefüllt. Du hast jetzt hier die letzte Zeit vielleicht auch, das kannst du ja über einen längeren Zeitraum zurückziehen, Gefühle gesammelt. Du hast Früchte geerntet. Und das kann alles sein. Alles das, was du in der letzten Zeit geerntet hast, hat zum Füllen der Kelche beigetragen. Und es muss nicht sein, dass die Situation dir jetzt hier die Sonne aus dem Hintern scheinen lässt. Das kann auch schwierig gewesen sein. Das sind ganz einfach alle Erfahrungen, aber alles sind Früchte, die dich weiterbringen. Und heute kannst du die Fülle darin erkennen. Du kannst in die absolute Fülle gehen. Wenn du heute nicht weißt, wer du bist, wenn du das Ruder loslässt und es dreht sich dann so durch, ihr wisst ja immer, wenn so ein Kapitän im Sturm des Lebens das Steuer loslässt, das Steuerrad, dann dreht das doch so frei, ne? Wenn du heute frei drehst, dann kann die Fülle in den Mangel kippen, weil die 10, die steht für Hopp oder Top. Die Fülle ist da, aber du musst da halt auch reinkommen in diese Energie oder drin bleiben. Ein bisschen Fülle ist sofort Mangel. Ne? Wenn du sagst, das steht mir ja alles gar nicht zu, oder ach, wie soll ich denn in meiner Situation jetzt die Fülle erkennen, dann bist du sofort im Mangel, dann bist du raus aus dem Rennen. Ne? Dann hast du es sozusagen vergeigt, dann hast du das Steuerrad losgelassen. Aber das gehört dann auch zu deinen Erfahrungen mit dazu. Ne? Und also Hopp oder Top. Heute wird es im Endeffekt auch durch die 10 oder kann es auf den Punkt gebracht werden. Du hast jetzt hier an Erfahrungen, an Gefühlen, an allem, was in deiner Situation wichtig ist, gesammelt, was ist. Alle Kelche sind voll, mehr geht nicht rein. Und heute darfst du dich über das Ergebnis freuen und vor allen Dingen auch dann, wenn du vielleicht das Ergebnis noch nicht verstehst. Weil das ist ja bei uns so, wir verstehen ja nicht immer alles gleich. Was war denn das jetzt? Ne? Aber es gehört ja zum Plan dazu. Es gehört zu deinem Weg dazu. Jede Erfahrung, die du sammelst, füllt einen Kelch und ist wichtig. Auch wenn du manchmal den Sinn nicht gleich verstehen kannst. Jedenfalls ist heute mit dem Gericht die Möglichkeit, die große Möglichkeit, deine Schwingung massiv zu erhöhen. Das ist eine Aufstiegskarte. Hohe Arkana und morgen ist Neumond. Ich meine ja nun mal so, ne? Also es würde so richtig schön passen, dass du heute die Möglichkeit hast, dich selbst zu reflektieren, in die absolute Eigenverantwortung zu gehen für alles, was du gesammelt und erlebt hast, für alle Früchte, die du eingesammelt hast, die Verantwortung zu tragen, den Segen darin zu erkennen und dadurch massiv deine Schwingung zu erhöhen mit dem Gericht. Zum morgigen Neumond, weil heute schwingt ja ins Morgen rein. 24 Stunden, das sind wir dann morgen früh. Also wir kommen genau in den Neumond rein. Das ist spannend, das ist richtig spannend. Neuanfang ist möglich. Das ist, als ob du jetzt an einem Punkt stehst, wo du sagst, jawohl, ich nehme es jetzt an, so wie es ist, und ich erkenne die Fülle und den Segen, weil es hat mich auf meinem Weg massiv weitergebracht. Ne? Absolute Aufstiegsenergie mit dem Gericht, das Erheben vom irdischen ins Göttliche, ins Himmlische. Ne? Also du wirst leichter. Du wirst leichter. Du lässt auch was los. So, jetzt, ich glaube, also wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, dessen Energie ist es einfach nicht. Alle anderen haben es längst verstanden. So, jetzt schauen wir noch in die Lennys. Also ich kriege auch jede Menge Leichtigkeit in diesem Tag rein. Und würde mal sagen, mach dich leicht, dann bist du auch nicht so schwer, gell? Das ist eine jungandische Lebensweisheit. Mach dich leicht, dann bist du nicht so schwer. So, dann haben wir
hier Karte Nummer 1. Ich verrate noch nichts, weil ich die noch, mischen werde. Sehr spannend. Ciro Marchetti, Gilded Reverie, Le Nomor im Übrigen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist Trumpf. Die tun wir jetzt erstmal. Ach, schon wieder. Ach ja, mit dem Schiff haben wir es im Moment, ne? Also ich sehe das Rudel im Moment über den Ozean des Lebens schibbern. Ihr wisst gleich, warum. Wir haben nämlich wieder den Kompass. Der verfolgt uns. Es geht einfach um deine Ausrichtung. Nimm das Steuer in die Hand. Und der Kompass fragt dich natürlich auch, was willst du? Wo willst du überhaupt hin? Wo willst du hin? Richte dich neu aus. Was willst du wirklich? Wenn du weißt, wo du hin willst, dann, ja, dann fahr da eben auch hin mit deinem Schiff. Ne? So, das ist so, orientier dich. Orientier dich. Und erinnere dich an deine Kraft, an deine Eigenverantwortung und lass dir ganz einfach auch das Steuer nicht aus der Hand nehmen. Ne? Habe ich das seit gestern erst gesagt? Die Ratten übernehmen nicht das Schiff. Das machst du schon selber. Hier ist es auch wieder. Ne? Das Schiff, also das ist echt verrückt. Mir haben sie einen Moment mit dem Schiff. Das Schiff geht auf Kurs. Ne? Absolut auf Kurs bist du hier. Du folgst einer Bestimmung. Stellst dich auch den Themen, die ganz einfach in deiner Situation, denk an deine Situation, sich dir stellen. Es ist möglicherweise was Karmisches. Es kann sich auch sehr belastend anfühlen und alsweilen etwas schwer sein. Ich hatte jetzt kurz was im Kopf, aber nee, das kann ich öffentlich nicht sagen. Ich musste an das Leben des Brian denken. Viele von euch kennen das. Ich sag's jetzt doch. Ihr wisst, wie ich bin. Gell? Ich meine, das ist ja ein Film, das ist ja ein Klassiker. Wer kennt nicht das Leben des Brian? Gell? Und ich wollte eigentlich damit sagen, es geht doch allen so. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Und wie ist so schön der Spruch in meinem Leben des Brian? Jeder nur ein Kreuz. Gell? Es tut mir leid, ich muss es raushauen. Ich kann mich da einfach nicht bremsen. Weil hier wird eine Prüfung bestanden. Hier wird eine Prüfung bestanden. Kreuz und Klee steht immer für einen guten Ausgang in einer Prüfung. So, und du kommst hier an einen Punkt, wo du eine Brücke überqueren wirst. Wir wissen noch nicht, wie es dahinter weitergeht. Ich glaube, ich könnte jetzt eine Klärungskarte ziehen, aber ich mache es nicht. Ich würde es gern offen lassen, weil das für jeden anders ist. Also, wenn du heute auf Kurs gehst, dich genau ausrichtest, Kompass, Schiff, deine Reise fortsetzt, deiner Bestimmung folgst, egal wie schwer es ist, in Klammern, anderen geht es auch so, jeder nur ein Kreuz. Dann wirst du hier die Prüfung bestehen, ja, Kreuz Klee, und du wirst hier in eine neue Energie kommen. Ich sehe die Brücke auch mit der Aufstiegskarte Gericht zusammenhängend. Diese Brücke führt dich in den Aufstieg, wie auch immer der für dich aussieht. Heute siehst du, wenn du ein positiv denkender Mensch bist, alles das, was du in deiner Situation erlebt, erfüllt, erfahren hast, erlitten hast, erlebt hast, ja, als absolute Fülle. Du bist bereichert. Alle Kelche sind voll. Wenn du heute dich klar ausrichtest, gehst du in die Oberfülle. Rune, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Und mit dem Neumond steigst du auf. Da kommst du in eine massiv höhere Schwingung. Juhu, ich finde, das ist eine saustarke Energie. Und wir haben hier die Sovilo, Lebenskraft diesen Aussagen. Das ist die Sonne, ja. Die Sonne ist die absolute Lebensenergie. Das ist die Rune der Lebenskraft. Du bist sowas von lebendig. Und in dir schlägt ein lebendiges, starkes, leuchtendes Herz. Das soll ich jetzt noch abschließend sagen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Und ich glaube, ich mache euch noch ein Liebesorakel rein. Dazu gleich später mehr. Das stelle ich euch dann später online. Schatzis, hab euch lieb. Haut rein. Wünsche euch einen charmanten, geile Energien. Und das zum Neumond. Also wenn man da nicht jetzt hier in so eine positive Wallung kommt, weiß ich es auch nicht. Freue mich über liebe Kommentare. Freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Bis später. Bis dahin. Bye bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.